Kaffeesatz oder alte Jacke. All dies kann recycelt werden. Dazu müssen die entsprechenden Prozesse nur wirtschaftlich werden. Wir sehen jetzt hier einen Bioreaktor, in dem wir Mikroorganismen kultivieren. Und diese Mikroorganismen brauchen natürlich verschiedene Substrate, um sich davon zu ernähren. Dafür wurden bisher vor allem Pflanzen genommen, die auch als Nahrungs- und Futtermittel genutzt werden. Diese sind zu wertvoll. Und zum anderen sind die natürlich vom Preis so hoch, dass unsere Prozesse davon kaum wirtschaftlich zu gestalten sind. Deshalb ist ein zunehmendes Interesse, Reststoffe zu verwerten, wie zum Beispiel diese Küchenabfälle hier oder aber im Extremfall sogar die schwarze Tonne, die wir vor der Haustür stehen haben und jeder weiß, was da drin liegt, welche Mischung aus unterschiedlichsten Materialien. Zusammen mit der Universität von Hongkong haben die Potsdamer auch eine Nutzung von Textilabfällen getestet. Diese bestanden aus Mischgewebe von Baumwolle und Kunststoffen. In diesem Recycling haben wir die Zellulose vom Polyester getrennt. Der Polyester ging als Textilgrundstoff wieder zurück in die Textilfabrik. Und aus der Zellulose können wir für unsere biotechnologischen Prozesse ein Substrat gewinnen. Das heißt letztendlich wieder Zucker als Futter für unsere Mikroorganismen. Das ist also auch ein wunderbares Beispiel für diese integrierte Kreislaufwirtschaft und das Wiederverwenden von eigentlich ungenutzten Abfällen.